Servus Leute, heute gibt es mal kein Gameplay, sondern ich will ein bisschen über den Patch von vor ein paar Tagen reden. Den Netcode-Patch, Desync-Patch könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Aber BSG hat was am Netcode geändert und da viel verbessert. Gibt auch ein paar Negativpunkte und auf die will ich einfach mal hier in dem Video eingehen. Ohne jetzt halt auf die technischen Sachen einzugehen, wie das umgesetzt wurde, will ich euch einfach mal meine Beobachtungen geben, wie es vorher war, wie es jetzt ist. Und das habe ich euch einfach mal zusammengefasst. Viel Spaß! Am 12. Oktober gab es eine Downtime und da wurde der Patch 0.12.12.32 aufgespielt. Der Netcode-Patch, so wie ich ihn nenne. Und es gibt ein paar Patch-Notes dazu, die schauen wir uns jetzt einfach mal kurz an. We've reworked Server Synchronization for Player Positioning. Sehr allgemein gehalten, aber die Spieler-Synchronisation wurde komplett überarbeitet. Und schreiben sie noch, reduced network packet processing latency between client and server. Die Pakete, die hin und her gesendet werden, werden jetzt schneller verarbeitet. Sehr gut, schneller ist immer besser. Improved network stability during close quarter gunfights. Ist natürlich auch wieder sehr allgemein. Mehr Stabilität während Nahkämpfen, sehr gute Sache. Und dann haben sie hier noch, fixed the instance where some shots may not register when burst firing at close range. Scheinbar haben ein paar Schüsse immer nicht registriert, wenn man ja, im Nahkampf geschossen hat, hin und wieder, haben sie gefixt. Okay, sehr gut. Fix the situation where a player with poor network connection could suddenly appear from around the corner. Also ihr kennt das vielleicht, ne? Es kommt einer rum und ihr werdet im Prinzip gewone-shottet und das war alles sehr überraschend. Und das fühlt sich sehr desync hier an, hatte ich auch öfters die Situationen und das haben sie wohl gefixt. Und außerdem wurde da der USEC-Bug mit den Scavs behoben, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden. Heute ist der 18.10., das heißt, ich hatte ein paar Tage Zeit, das alles zu testen und zu beobachten. Natürlich die technischen Hintergründe, die kann ich gar nicht erörtern, das kann niemand. Ich kann euch bloß mitteilen, wie meine Beobachtungen sind, wie es vorher war und wie es jetzt danach ist. Und grundsätzlich ist es mal so, das war ein sehr, sehr guter Patch. Das ganze Spiel fühlt sich viel direkter an während des Schießens. Die Leute fallen direkt um. Man merkt, dass die Schüsse direkt ankommen und man stirbt nicht mehr hinter Ecken. Allgemein Desync gibt es nicht mehr wirklich. Und wenn das alles läuft, ist es eine sehr, sehr gute Verbesserung und fühlt sich jetzt wirklich nach einem Netcode an, will ich mal sagen. Aber es gibt ein paar negative Aspekte. Es gibt jetzt im Moment immer so kleine Mikro-Lags. Sie haben eingeführt wohl, dass man jetzt, sobald irgendwas nicht gut läuft, irgendwie die Verbindung nicht läuft oder irgendwas, dass man am Platz gehalten wird und kurz laggt, bis das wieder besser ist. Es gibt Lags, die sind vom Server verursacht. Mir ist aufgefallen, immer wenn Scavs spawnen, sieht man am besten ca. 12 Sekunden nach Rundenstart, gibt es einen kleinen Lag für alle. Da spawnen die Scavs. Das sind vom Server verursachte Lags. Sind vielleicht 100 Millisekunden, also nicht der Rede wert und passieren auch nicht oft. Kann auch noch passieren, wenn man zum Beispiel auf Reserve D2 die Raider ruft oder allgemein, wenn vielleicht Scavs irgendwo spawnen, dass das noch passiert. Da ist mir das aufgefallen. Und dann kann es passieren, wenn die eigene Verbindung oder wenn allgemein die Verbindung zum Server irgendwie etwas instabiler wird, dann sieht man sofort oben rechts das Symbol, so ein gelbes Netzwerksymbol oder ein rotes. Und wenn es dann wohl schlimmer wird, dann laggt man auch kurz. Das will ich euch mal kurz in einem Clip zeigen. Ich habe hier mal einen Clip. Schauen wir mal kurz. Doppelkill. Und da sieht man schon, wie das gehangen hat. Ich bin in dem Fall, ihr seht es oben. Mal sehen, machen wir hier kurz Pause. Da oben sieht man das Netzwerksymbol, das ich meine. Und ich bin hier in dem Fall, das war vom ersten Tag, bin ich noch auf NA-Servern unterwegs mit Ping 135. Das heißt, der Ping ist nicht ausschlaggebend, solange die Verbindung konstant ist. Also man kann immer noch mit bis zu Ping 165 eher ein bisschen drunter spielen. Und diese Regel gilt immer noch, aber nur solange die Verbindung konstant ist. Wir schauen uns das nochmal kurz an. Hier ein bisschen leiser. So, er leckt auf das... okay, nein, das war gerade mein PC. Moment, machen wir nochmal. So, er leckt sich zurück. Alter, alles geleckt. Und das sieht man währenddessen. Mal sehen. Alter. Hier oben sieht man es. 2%. Die 2% steht für Packet Loss. Das Symbol, also, das ist wohl von meiner Verbindung verursacht oder allgemein von der Verbindung zum Server. Die Sache ist die. Es gibt jetzt Leute, die wirklich arg am Laggen sind und ich habe oft die Meinung gehört, oh, die Server sind seit diesem Patch massiv am Laggen. Meine Einschätzung ist, es sind nicht die Server, sondern BSG hat eine
eine Qualitätsprüfung für die Verbindung zum Server eingeführt. Sobald man nur ein bisschen schlechtere Qualität hat, das heißt, wenn die Pakete irgendwie ein bisschen unregelmäßig kommen durch Packetloss oder was auch immer, sagt der Server, man kann sich jetzt nicht mehr bewegen und man leckt. Und diese Qualitätsprüfung, wie ich sie mal nenne, ist wohl recht scharf eingestellt. Und wenn jetzt Leute eine schlechte Verbindung haben von sich aus, Packetloss, vielleicht daheim über WLAN drin sind, DLAN oder sonstiges, dann haben die massive Probleme. Ich bin mir 99% sicher, diese Lags, diese dauerhaften, werden nicht vom Server verursacht. Wie gesagt, es gibt diese Scav-Lags, dass hin und wieder mal vielleicht ein Server-Lag dabei ist, will ich gar nicht ausschließen. Aber die meisten Lags werden von der Verbindung zum Server jetzt ausgelöst. Weil einfach diese Netcode-Verbesserungen daher kommen, dass, wie es sie gesagt hat, Leute mit schlechter Connection können jetzt nicht mehr spielen. Dürfen jetzt einfach nicht mehr mitspielen und letzten Endes die Verantwortlichkeit für die gute Verbindung zum Server wird in zu den Nutzern verlagert. Normalerweise ist es so, jedes Spiel und auch Tarkov vorher hat das kompensiert. Wenn man vorher eine schlechte Verbindung hatte in Tarkov, konnte man sich einfach weiter bewegen und für den Gegner hat man halt geleckt. Es wurde jetzt umgedreht. Wenn man jetzt die schlechte Verbindung hat, dann kriegt man es selber zu spüren und der Gegner nicht mehr. Solange die schlechte Verbindung besteht, kriegt man keine Informationen mehr vom Server und man ist einfach stuck in place, steht da und kann nichts tun, bis die Verbindung wieder gut ist. Und jetzt gibt es natürlich das Problem, dass sehr viele Leute dieses Problem haben und möglicherweise hier solche Lags haben. Moment. Das war tatsächlich nach ein paar Tagen der erste wirklich krasse Lag, den ich hatte, zwar auf dem deutschen Server übrigens. Und dass man hier so auf der Stelle, genau, das hier. Da oben sieht man das Symbol, bisschen Packet Loss und es ist hier ein paar Mal passiert. Passiert dann gleich nochmal. Da ist sicherlich irgendwas mit dem Routing zum Server, vielleicht der Server ein bisschen schuld. Aber wie gesagt, das ist in den 6 Tagen einmal passiert. Das war die einzige Szene, wo das wirklich vorgekommen ist. Danach lief es auch wieder auf dem Server. Also es kann meine Verbindung gewesen sein oder der Server, je nachdem. Ich habe eigentlich eine sehr stabile Verbindung, aber es kann mal vorkommen, ne? Man steckt da ja nicht drin, man weiß nicht genau, woher es kommt. Und bei vielen ist es das Problem, sie haben Lags, dauerhafte Lags. Das kann daher kommen von, ich habe mich mit Viewern unterhalten, mit Leuten, die da die Probleme haben und habe mir das ein bisschen beschreiben lassen, wo das herkommen kann. Und es haben Leute gesagt, sie spielen über WLAN und ich habe auch gehört, dass wenn sie von WLAN auf Kabel gewechselt haben, das weg ist. Also WLAN macht grundsätzlich eine etwas instabilere Verbindung. Wenn ihr über WLAN spielt, macht es aus DLAN, also hier LAN über Stromadapter, ganz instabile Verbindung. Wenn ihr darüber spielt, habt ihr garantiert Probleme. Wenn vielleicht die Verbindung zu weit ist zum Router oder viele Leute mit euch im Netzwerk sind und sowas, kann sowas passieren. Das sind so die Möglichkeiten, wo es in eurer Hand liegt. Es kann natürlich auch vom Provider kommen, vom Routing. Ich kann euch bloß ein paar Tipps geben, wenn ihr jetzt wirklich dauerhaft diese Probleme habt und deswegen vielleicht keinen Tarkov spielen könnt. Es ist sehr sicher nicht der Server, der diese Lags verursacht. Und probiert ein bisschen rum, wie gesagt, WLAN, DLAN. Versucht eure Verbindung zu stabilisieren, da kann ich jetzt einfach nicht drauf eingehen, das sind einfach bloß die Hinweise. Und wenn es gar nicht geht, probiert VPN, probiert mit den Servern in Tarkov rum, probiert europäische Server, probiert nordamerikanische Server, probiert russische Server. Vielleicht funktioniert da irgendeiner, dass es bloß am Routing zu den einzelnen Regionen liegt und so weiter. Das ist alles, was ich sagen kann. Aber wenn ihr Probleme habt mit Tarkov, mit Lags im Moment, liegt das an der Verbindung und nicht an den Servern. Es gibt ein paar Lags, die vom Server verursacht werden, wenn Scavs spawnen, dass hin und wieder mal einer dabei ist, will ich nicht ausschließen. Aber der Hauptteil der Lags wird von der Verbindung von euch zum Server verursacht und wieder zurück. Und da müsst ihr vielleicht mal schauen, dass ihr das irgendwie geregelt bekommt. Ist ein harter Schritt, ist eine harte Entscheidung von PSG. Ich kenne kein Game, wo das so gemacht wird. Jedes andere Spiel hat eine Kompensation für Packet Loss, für schlechte Internetverbindung und man kann letzten Endes mit jeder beliebigen Verbindung halbwegs vernünftig spielen. Und das hat jetzt wirklich PSG entschieden, das haben sie jetzt abgeschaltet, zum Wohl der Allgemeinheit, zum Leid ein paar weniger, die jetzt möglicherweise die Probleme haben. Aber schiebt es nicht auf den Server, es ist die Verbindung, es ist das Routing, was ich jetzt alles schon vorher gesagt habe. Und das war meine Zusammenfassung zum Netcode-Patch. Grundsätzlich ein sehr, sehr guter Patch. Das Spiel spielt sich da seitdem viel, viel, viel besser und an alle, die Probleme haben, gesagt, nehmt euch das mal ein bisschen zu Herzen, schaut mal, ob ihr irgendwas verbessern könnt. Und ich hoffe, dass das von BSG noch ein bisschen gefeintuned wird, wovon ich ausgehe, dass immer das Netzwerk wohl nicht vielleicht ganz so scharf oder diese
Qualitätskontrolle nicht ganz so scharf ausfällt und ja, dass das dann in Zukunft noch ein bisschen besser wird. Das war meine Einschätzung zum Netcode-Patch. Wie gesagt, Daumen hoch. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben unter dem Video und natürlich kommentiert mal, was ihr von dem Patch haltet, ob ihr was feststellen konntet und lasst mich eure Meinung wissen. Und ja, wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.